Hallo YouTuber, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Proof. Am 3. September veröffentlichte CIG ein weiteres Star Citizen Live. Diese Woche ist Rich Tyra dabei und spricht über die Entwicklungen der Gameplay-Features von Star Citizen, bevorstehende Änderungen an der Veröffentlichungsstruktur und mehr. Ich fasse es für dich in nur 5 Minuten und 58 Sekunden zusammen. Falls dir mein Content gefällt, dann lass doch bitte ein Follow da, aktiviere die Glocke und empfehle mich weiter. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Richard sagte, dass sie kürzlich den Arbeitsablauf zwischen Squadron 42 und der PU optimiert haben. Die Säulenkonfiguration, mit der wir vertraut sind, funktioniert sehr gut, aber es gibt zusätzliche Aufgaben, an denen er mitarbeitet. Er drängt auf mehr Zusammenarbeit zwischen den Entwicklerteams, die aus verschiedenen Disziplinen zusammengesetzt sind und planen müssen, wie die Dinge im Allgemeinen funktionieren sollten. Richard sagte, dass er Squadron 42 eher als eine große Mission innerhalb von Star Citizen sieht, was für mich durchaus auch Sinn ergibt. Squadron wird einige Kernfunktionen wie Subsumptions, die reine Wirtschaft und andere Dinge nicht benötigen, da es sich um eine isolierte Mission handelt, die die Technologie der Star Citizen Engine lediglich nutzt. Die engere Beziehung zwischen den Teams soll die Entwicklung zwischen den 5 Studios beschleunigen. Design durch Zusammenarbeit gegen Design durch Ausschuss und Versammlungen. Ein Nebeneffekt für mich ist, dass diese Idee erst jetzt erkannt wurde, leider ein bisschen später. Denn es scheint eine großartige Idee zu sein, aber eine, von der sie vielleicht gedacht hätten, dass sie von Anfang an grundlegend gewesen wäre, aber sie wurde so zumindest nicht umgesetzt. Naja, weiter im Text. Physische Schäden, Körper ziehen, physische Komponenten, Player Actor, all diese Teams haben ihre eigenen Aufgaben. Aber sie können jetzt als eine große Aufgabe angesehen werden, also als das große Gesamte. Actor Feature Team ist Teil des Kerns. Es war hauptsächlich auf die Entwicklung von Squadron 42 ausgerichtet, wird sich aber nun auf die Spielentwicklung im Allgemeinen konzentrieren. Die Absicht ist nun, dass die Systeme nach Bedarf gebaut werden, um das Spiel auf der Grundlage der Roadmap zu vollenden. Die Technologie wird zunächst in Squadron 42 eingeführt, um die Spielererfahrung zu testen und sobald diese Tests abgeschlossen sind, wird sie auch in die PU übertragen. Deswegen Squadron 42 zuerst und dann erst das PU. Für mich ergibt das Sinn. Meinst du nicht auch, dass das besser ist? Lieber ein bisschen länger auf die Entwicklung im PU warten, aber dafür dann schon das erste Spiel bald fertig haben? Squadron 42? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Richard sagte, dass dies die Wirkung von der PTU und der PU durchgeführten Spieltests zu schmälern scheint, aber er sagte, dass die Spieltests besser, fokussiert und vollständiger sein würden, da wir dann eine vollständige Version der geplanten Technologie sehen würden. Mir gefällt die Idee, das Komitee frühzeitig zu entfernen, die Spielfunktionen so zu gestalten, dass sie gut zusammenarbeiten, sie intern zu polieren und sie dann auf der Grundlage des Feedbacks von Evocati, PTU und Live auszubalancieren. Das klingt ja schon fast so, als wäre das strukturell gut durchdacht. Richard sagte, dass es einige Funktionen gibt, die nicht unbedingt in andere integriert werden müssen, wie Springen, Krabbeln, Anlehnen, Ziehen und andere. Er sagte, dass diese als ziemlich einfach angesehen werden. Das Hacken hingegen erfordert Missionsfunktionen, die tiefer in das Spiel eingebettet sind. Das EU-PU-Team und andere haben dann mehr Arbeit und Aufwand, um diese zu testen und umzusetzen. Diese können aufgrund der Komplexibilität 1 oder 2 Quartäle länger dauern. Zugwagen-Trolleys und einige andere, die wie ein eigenes komplettes Teil erscheinen mögen, sind es nicht, da es sich um eine Reihe anderer unterstützende Merkmale handelt. Richard sagte, dass all diese kleinen Teile irgendwann einen Sinn ergeben werden. Das hoffen wir doch auch. Der Actor-Status ist der größere Teil, der Dinge wie Nahrung, Flüssigkeitszufuhr, Hygiene, Hitze, Kälte und Atmosphäre umfasst und sich auf die Gesundheit, die Heilung, die Kybernetik und den Tod auswirkt. Es wurde in kleinere Sets aufgeteilt, aber je mehr davon online gehen, desto besser und sinnvoller wird das gesamte Gameplay, wie er sagte. Sie führten auch eine Diskussion über die neue Roadmap. Richard sagte, dass sich die Entwicklungsrate nicht sehr stark ändern wird, aber dass wir vielleicht Änderungen in der Roadmap sehen werden, die das so aussehen lassen. Sie sprachen etwa 10 Minuten lang hin und her über das, was wir eben auch sehen konnten. Sie sagten, dass es in naher Zukunft einige Änderungen geben wird und das ist natürlich auch gut so. Jared sagte, dass wir in Zukunft große Funktionssegmente für Heilung und Inventar erwarten. Richard wagte es, die Verletzungsbilanz und den Tod erneut zu beschreiben. Wir hatten diese Diskussion schon einmal im Detail gehört. Wer das nochmal sehen möchte, ich verlinke euch das Video dazu natürlich hier wieder als Card oben zum Reinschauen.
Seine Beschreibungen waren wörtlich basierend auf dem, was in der Vergangenheit gesagt wurde, also werde ich das übergehen und es im Detail behandeln, sobald wir die Segmente haben, von denen Jared sagte, dass sie kommen werden. Sie schlossen mit einem Überblick über die Änderungen bei Radar und Scanning, die auf Handhelds umgestellt werden. Diese Änderungen werden zuerst an den Schiffssystemen vorgenommen und werden nun auf die Handhelds übertragen. Das heißt, dass wir auch demnächst im FPS-Bereich Zugang zu solchen Systemen bekommen werden. Die Reichweite ist bei Handheld-Geräten stark eingeschränkt. Und das Scannen mit einem Ping kostet, da man seinen Standort preisgibt, wenn man sehen will, was da draußen so ist. Noch etwas Neues kommt auf uns zu, denn EVA wird Treibstoff haben. EVA wird decoupled sein, EVA wird 0G Push and Pull haben und EVA wird auf Geschosse reagieren. Das heißt, man kann so ein bisschen wie Wally im Weltraum umherfliegen mit dem Feuerlöscher. Endlich. Sprich, also auch das Abfeuern einer Handfeuerwaffe wird dazu führen, dass man im All herumtreibt. Inner Thought und HUD bekommen eine größere Veränderung vom UI-Team. Es wird vollständig anpassbar sein, basierend auf dem, was in deinem Inventar ist, deinen Schließfächern, den Kisten und Befestigungspunkten im Schiff. Und sie erklärten abschließend, dass die Entwicklung trotz Änderungen bei der Optimierung der Arbeit fortgesetzt wird. Das war eine tolle Show mit tollen Informationen. Oder was meinst du? Ich hoffe, du konntest einiges an Informationen mitnehmen. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir verbracht hast und entschuldige mich schon mal für meine Stimme, denn ich bin leider etwas krank und hoffe, dass es auch bald wieder besser geht. Zumindest bis Montag, bis zum nächsten Stream, hoffe ich, dass ich für euch wieder vollumfänglich da sein kann. Ich sage jetzt schon mal ciao, bis zum nächsten Video. Flieg sicher durch das Verse. Bis bald, auf Wiedersehen. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst doch ein Like und ein Follow da. Ein Follow kostet nichts, hilft jedoch meinem Kanal enorm dabei zu wachsen. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer über neue Videos von mir informiert werdet. Ihr wollt mich live erleben? Dann schaut doch auch bei Twitch auf meinem Kanal vorbei und chattet mit mir oder fliegt gemeinsam mit mir im Verse herum. Ich freue mich auf euch. Du willst nichts mehr verpassen? Super! Dann schau auf meinen Social Media Kanälen vorbei und bleib up to date, da ich hier stets Infos zu meinen Sendezeiten und neuen Videos poste. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you in the Verse. Proof over.